So. Es läuft halt nicht ganz so gut wie eigentlich wie heute früh. Ich habe heute früh schon einen Teil aufgenommen gehabt, wie gesagt, und habe das dann aber gelöscht, weil ich das streamen will. Auch wenn ich hasse Bogenschützen, warte nicht mal. Ah, Matt, ja, Matt ist glaube ich, der bitte. Es ist nur noch ein kurzer Weg bis Orleans. Dort in der Ferne scheint es zu sein. Bla, irgendwas. Ja, na gut. Und dann haben wir die erste Mission schon mal abgeschlossen. Hast du jetzt auch noch ein Level bekommen oder? Ah! Sagen. Schicklichkeit. Und pimpen wir dich mal auf Verteidigung, würde ich sagen. Und immer mal ein bisschen stärker noch, dass du aber noch drauf kloppen kannst. So. Und BB kannst du jetzt auch. Okay. Super. Es ist irgendwie so lustig, wie die Zugbrücke runtergeht. Achtung! Truppen nähern sich der Burg. Senkt die Zugbrücke. Blub, plopp, blub, einfach so. Blub. Das ist so dumm. Das ist so derbe dumm, einfach nur wie die Zugbrücke runtergeht alles. Die Animationen sind echt auch nicht gerade die besten. Auch von Corbolida. Das ist der Name. Woher kenne ich eigentlich seinen Namen? Aber egal. Ihr sollt nicht der Herzog von Alencon. Mir wurde befohlen, dieses Tor nur für Alencon selbst und den Überbringer seines Briefes zu öffnen. Ah, ihr habt eine Nachricht von Alencon? Schnell, überbringt diese Nachricht unseren Herzog von Orleans, während ich das Tor unseren Besuchern öffne. Okay. Ja. Hallo? Ja. Spiel. Ach jetzt, Sieg! Du hast Orleans erreicht und den Brief an den Herzog, den Brief des Herzogs an den Delfinkeil des siebten über oder des Delfinkeil des siebten übergeben. Na gut, okay. Das ist es, die Nachversprechung. Ich hätte eigentlich auch mal nicht geil plopp. Ja, das ist naja. Oh, ich habe sogar nicht mal kürzer gebraucht als am ersten Mal. Ich glaube, weil ich es schon kannte. Ich hätte eigentlich auch mal die Missionsbeschreibung lesen können. Da gibt es nämlich auch einen Hintergrund und so. Geschichtlichen Hintergrund, aber ehrlich gesagt, ist mir das auch scheißegal. Nach Besprechung hat man hier so ein paar Statistiken und so. Aber naja, was soll's. Man kann übrigens nicht hier speichern, was schade ist, aber nun gut. Mission 2, Gegenangriff. Ich habe absolut keine Ahnung mehr genau, wie das weiterging mit der John Dark. Ich glaube, die stirbt am Ende oder so. Ich weiß nicht, ob sie in dem Spiel auch gestirbt. Mademoiselle, einer von Frankreichs führenden Feldherren, der Bastard von Orleans, möchte eure Bekanntschaft machen. Er wartet euch beim Rathaus. Bitte folgt mir. Na gut. Und da njaut er einfach mal weg. So. Okay. Hintergrund ist mir gesagt egal. Was haben wir denn hier alles? Irgendwo eine Karte. Nee, das ist. Da sind ganz schön viele Leute rum. Was bist du denn? Bist du ein Kind oder was? Ich glaube ja, das sieht komisch aus. Kloppen! Kloppen! Kloppen töten! Ist ja cool, dass hier auch Leute rumlaufen. Aber nun gut. So, was haben wir denn hier? Haben wir einen Schmied? Da können wir jetzt wahrscheinlich Sachen kaufen, denke ich mal. Drücke R, um mit Achat Gantiers zu sprechen. Okay. Willkommen in meiner bescheidenen Werkstatt. Ich bin Achat und schmiede vorzügliche Waffen und Rüstung. Alter, der Blick von dem Typen. Bitte schauen Sie sich nur um. Ja, aber nee. So. Kann ich die Sachen sortieren? Ja, gut. 3920 Geld, ne? Mittlere Fleur de Lis-Rüstung. Bolzen, Standardarmbrustrüstung, beste Wirkung könnte ich anhalten. Explosivpfeile können Burgtore und Belagerungswaffen beschädigen. Aha. Also ich glaube, ich hole mir die Rüstung, würde ich sagen. Ja. So. Vielen Dank für die Interesse. Sie können jetzt halt wiederkommen. Meine Nase juckt die ganze Zeit. Ja. Unschön. So, wo kann man den jetzt anlegen? So.
Ah, jetzt. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Ja, ich hab sie einfach gekauft und eingelegt. Ich hatte die Verteidigung gesteigert, also ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ehrlich gesagt. So. Was haben wir denn noch irgendwo für Läden oder so? Ich glaube, die blauen Punkte sind unsere Soldaten oder so ähnlich. Orlin ist Weller. Mist. Oh. Au. Derbe Gras. Und wenn du Gras beim Wachsen zu gucken. Ah, bin ich ja voll entspannt, ey. Voll das Gras am Rauchen, ey. Es bewegt sich ja im Gras, im Wind, das ist irgendwie. Das ist irgendwie hypnotisiert und. Ja. Schade, dass Schwester gar nicht da ist. Aber der hat irgendwie vorhin auch nicht geantwortet. Er verpasst was. Oh Mann. Was ist denn das hier? Ja. Da ist ein Icon auf dem Map, aber ich weiß nicht, wo das ist. Und ich kann nicht über den Zaun springen, weil der Zaun ist zu hoch oder so. Ja, was, wo bin ich jetzt mit? So, was ist das hier für ein Icon? Kann ich immer auf die Karte gucken. Logbuchmeldungen, Beschreibung der Mission. Schachtfeld. 2D. Was ist das hier für ein Icon? Keine Ahnung. Ich bin nur noch eine halbe Stunde, dann mache ich erstmal eine Pause bis heute Abend, weil ich dann nämlich erstmal mein Zeug angucken will. Und daher. Okay, ich habe jetzt noch nicht hin. So, dann. Was ist denn da unten? Ist eine Kirche da stehen oder wie? Das Icon. Ich weiß ja nicht, aber die Flagge, die hat irgendwie spastische Bewegungen. Ich glaube nicht, dass das eigentlich so schnell sich hin und her bewegen sollte. Das sieht irgendwie komisch aus. Also, all die derbe Flagge hier so. Wow. Ich hasse unsichtbare Wände in Spielen. Warum ist da eine unsichtbare Wand? Und das. Ja, hier kann ich rein, aber. Da alles nicht oder was? Ist klar. Oh Mann. Dieses Spiel. Kann ich irgendwas zerschlagen? Das kann ich nicht zerschlagen oder was? Was stehst du eigentlich rum? Ach so. Was macht die da? Tätschelt die das Kind oder massiert die dem Hintern? Na gut. Sturmwallung. Erinnere mich nicht daran, da habe ich ja nach wegen dem Sturm nicht geschlafen, ey. Wo laufe ich denn hier lang? Ich muss doch anders lang. So, das ist jetzt Inventartasche nicht raus, ey. Bei ihm vor allem Ding. Naja. So. Oh, ein Fisch. Man merkt, GP an um 200. Warum nicht übertrieben oder so? Wir haben bloß auch nicht 200. Wir haben noch nicht mal 100 HP oder so. Nein, nein. Ja. Naja, das kommt wahrscheinlich noch, denke ich mal, hoffentlich. Okay. John von Metz, Bastard von Orlin und irgendwelche Namen sind Soldaten. Hallo. Mademoiselle, erlaubt es mir, euch den Bastard von Orlin vorzustellen. Sie müssen John sein. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin der Bastard von Orleans. Ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen, unseren Delfinen zu beschützen und um das erhabene Frankreich von den englischen Truppen zu befreien. Bitte besuchen Sie den Schmied und seine Werkstatt in Orleans, während ich mit meinen Truppen und John von Metz die Strategie erörtere. Dort werden Sie vieles finden, was sich bei unseren zukünftigen Kämpfen als nützlich erweisen kann. Mhm. Habe ich aber schon gemacht.
Wow. Habe ich das schon gemacht? Den Schmied. Oder nicht? Ich habe Level abbekommen. Und nochmal da und da und da. Also 15 stärker, ist sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und du. Er doch auch. Oh, Geschicklichkeit und ein Star drauf. Okay. Was lernt der Einzeichnist? Sturmangriff. Okay. Nun gut. Muss ich jetzt doch noch. Ich war doch schon mal ein Schmied, verdammt. Jetzt darf ich da wieder hinlatschen. Super. Super. Da springe ich vor Freude in die Luft. Das soll geiles Quest sein, nicht. Und die echt so. Na, was ist lange? So kurz, um das Zeug zu besprechen. Naja. Hallo. Schön, dass Sie wieder da sind. Leider habe ich keine Neuigkeiten, aber wenn Sie etwas finden, das Sie interessiert, lassen Sie es nicht wissen. Ja, okay. Blub, so. Vielen Dank für Ihr Interesse. Sie können ja sehr willkommen. Bla bla bla. Ich habe zwar nichts gekauft, aber scheiß drauf. So. Habe ich das jetzt. Was? Ich habe es doch erledigt. Muss ich jetzt irgendwas kaufen? Habe ich einen Bug? Lauf, Klein, lauf! Mal, ich habe den doch jetzt angelabert oder nicht? Ach so, warte mal. So, was da mal Spiel. So. Ja. F1. Nee. Was war das jetzt nochmal? Schnellspeicherung abgeschlossen. Nee, wollte ich nicht. Beschreibung der Mission. Ziele. Ich hab den doch besucht. Was davon Orleans muss leben. Okay. Ich hab den doch besucht. Hallo? Sag bloß nicht, weil ich den vorher schon angesprochen habe, kann ich die Quest. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, Spiel. Als ich diese Scheißrüstung schon vorher gekauft habe oder was? Oh, ich krieg die Kotze hier. Und muss ich jetzt zurücklaufen? Ich glaube nicht. Überhaupt kein bugfreies Spiel oder so. Nein, nein. Buggy Spiel meine ich. Auch kein buggy Spiel oder so. Nein, nein. Ja, komm, Alter, geh mal aus dem Weg. Das aber. Wir werden noch viel bleiben müssen, bevor wir das Kriegsglück wieder für uns gewinnen können. Bitte entschuldige mich, es gibt noch immer einiges, was wir besprechen müssen, und die Zeit läuft uns davon. Ja, ich habe unsere zukünftigen Schlachtpläne mit Alacom besprochen. Ich muss sagen, dass mich die schwachen Kräfte hier in Orleans beunruhigen. Ja, schön. Mal, willst du mich verarschen, oder was hätte ich dir als Rüstung kaufen müssen dafür jetzt? Ich krieg neuer Rohr! Sag die Mission neu starten oder was? Oh, Jon, ist klar, ey! Boah. Was ist das für ein Kack? Alter, warum ich verpackt oder so, ey? Ja, komm, halt die Fresse, ist mir doch egal. Alter, ist das. Ist doch nicht euer Ernst, ey! Ist doch nicht euer Ernst, Entwickler! Wie kann man so einen Bug übersehen? Gibt's doch nicht. Ich finde das nicht lustig. So. Laber. So. Ja, komm. Ist gut. So, Level up. Stärke. AP. Und Verteidigung. Was für ein Knopf? Nee, keine Ahnung. Geschicklichkeit. Doppelpunkt Energiepunkte und Stärke. So. Rage Mode on, ja.
Ja, würdest du da nicht.